Innos zum Gruße, liebe ZuschauerInnen und Zuschauer außen. Ja, ich weiß, dieses mit innen, das geht mir irgendwie auch auf den Senkel, ist klar. Aber außen, Zuschauer außen, finde ich gut, weil draußen gibt es bestimmt auch Zuschauer. Vor allem, weil die alle immer draußen rumstehen müssen. Vor allem in Schlangen. Aber egal, das ist ein anderes Thema. Danke übrigens, dass ihr wieder hier eingeschaltet habt. Und jetzt sind wir auf einem ganz speziellen Fleckchen. Und zwar, ich zeige es mal auf der Karte. Weil ich hatte ja in der letzten, ganz unten im Süden, hatte ich ja gesagt, so von wegen, ist das jetzt neu oder war das schon vorhanden? Also ich gehe jetzt sicherlich hundertprozentig davon aus, dass das hier neu dazu gestaltet worden ist, weil auch die Indizien dafür sprechen, was hier die Vegetation angeht. Und es ist ein richtig schönes Fleckchen hier. Und hier gibt es viele Fliegen und hier fallen die Blätter von den Bäumen, also von der Atmo her wunderbar. Ja, gucken wir hier mal weiter. Ich treffe hier keinen giftigen. Ja, soll ich erstmal dich hier mal abschießen. Hallo? Gut. So, und dann die anderen, die hier noch kommen werden. Zack. Ah, jetzt. Hallo. Wär's mal mit Gemütlichkeit, dass du dich mal einfach auf den Boden legst, nachdem dich der Pfeil getroffen hat. Pestratten. Schon wieder Pestratten, die habe ich ja gar nicht gesehen. Die Pestratten. So. Es ist mir eigentlich... Oh, Morchel. Morcheln, Waldmorcheln, Blaufliederchen. So, erstmal hier nochmal... Ah ja, hier gibt es noch Pestratten. Aber erstmal hier diese Giftfliege wegballern. Die Pestratte kommt irgendwie, versucht irgendwie an mich heranzukommen, aber... Also Leute, guckt ihr das an, wie schön. So viele Wildschwein. Na, das treffe ich noch nicht. Aber was ist denn jetzt mit der anderen Pestratte da? Zwei Wildschweine, also hier geht's wirklich ab, liebe Leute. Wo ist denn jetzt die blutende Fliege? Da ist er. Und noch Waldmorcheln. Waldbären. Schwarze Wölfe, also hier geht's ab. Das ist schon mal schön. Das ist so wie bei mir damals in der Kindheit. Nur dass es nicht so viele Tiere gab. Das ist nämlich auch gut, weil dann könnte man nämlich auch hier wieder sehr viel Leder gerben. Oh, ist das schön hier. Ich krieg Gänsehaut, wirklich. Gut gestaltet dieser Teil, gut gestaltet, wirklich klasse. So macht das Spaß. Was natürlich auch da, wow, nicht vorbewahrt ist, unvorsichtig zu werden, weil desto dichter das alles bepflanzt ist hier, umso mehr könnte was auf dich zukommen. Aber ich sollte mal vielleicht mal speichern. Und ich habe im Hintergrund mal vorbereitet, die Schatzkarte der Grotte. Jetzt sehen wir auch, wo wir sind. Wir sind jetzt hier irgendwie vom Berg. Und die Richtung stimmt schon mal. Also das ist schon mal klasse. Trotzdem müssen wir hier weiter gucken. Und uns in dieser schönen Vegetation hier können wir uns gar nicht genug satt sehen. Ach ja. Während ich hier noch ein bisschen sammle, erzähle ich nochmal. Vielleicht weiß das eigentlich jeder schon. Oder das macht sich ja überall in den Foren breit. Oder in der Community. Gothic ist 20 Jahre alt geworden. Am 14. März. Ich nehme jetzt gerade zum 18. auf. Und ich höre was. Und irgendwas war hier noch. Genau, ein schwarzer Wolf. Und noch ein schwarzer Wolf. Gut.
Naja, und es gibt einige, die machen da speziell aus diesem 20-jährigen Gothic-Jubiläum dann so spezielle Let's Plays oder Streams. Ja, das, Gott, muss ich nicht machen. Also auf diesen, wo ist denn jetzt die Pestrat? Auf diesen Zug springe ich nicht auf. Ich habe mir, hier ist er, ich habe mir ein paar Streamer Let's Player angeguckt, wie sie mit dem 20. Geburtstag von Gothic umgehen. So haben wir schon. Und ja, der eine macht's gut, der andere macht's besser und der andere lobhudelt sich selber. Gucken wir noch mal auf die Karte. Jetzt bin ich wieder weiter oben. Aha. Ich will aber trotzdem noch ein bisschen weiter gucken. Hier kann man sich kaum orientieren. So ein dichter Wald. Das ist ja fast wie der Reinhardswald bei mir in der Nähe. Baumstamm. Ich kann hier auch nichts erkennen. Also ich kann mir hier keine visuellen Grenzen setzen. So von wegen, jetzt gehst du mal hier rum und bis dahin, weil ja die Übersicht ja völlig flöten geht durch diese dichte, schöne Vegetation mit umgeknickten Bäumen und vielen Pilzen und überhaupt. Seht ihr? Zang, 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 zang. Oh, war ja noch ein Wolf. Und da kommt noch ein Wolf. Ein ganzes Wolfsrudel. Ich wäre in vorigen Leveln, wäre ich schon viel, viel eher gestorben. Jetzt habe ich eine gute Rüstung an. Bin auch viel stärker. Meine Waffen sind verbessert. Und da hinten haben wir wieder, heißen die wieder Welt. Oh, ganz normale Feldräuber. Hier ist wilder Wolf. Noch ein wilder Wolf. Noch ein wilder Wolf. Okay. Oh. Okay, das ist gut gelaufen. Der nächste, der mich da anvisiert hat, kann es auch nicht mehr besser machen. Schwarz. Oh. Hä? Lass mich in Ruhe. Nerv mich nicht. So, ja genau. Den hier. Oh, Morcheln. Waldmorcheln. Sind auch eigentlich seltene Pilze, aber hier sind die vermehrt anzutreffen. Müsste ich mal nochmal im Inventar gucken, später, ob die eine Special-Funktion haben, außer dass sie nahrhaft sind. Oder jemand schreibt das in den Kommentaren, ob Waldmorcheln eine spezielle Funktion haben. So, jetzt doppel ich mich hier wieder. So, dann dürften da hinten wieder die Feldräubertjes sein. Und ich habe nun einen ganz normalen. Oh, Pestratte. Und nochmal Waldmorcheln und nochmal speichern. So. Wo war denn jetzt die Pestratten? Dora. Ah, die ist weiter weg, okay. Dann machen wir erstmal hier wieder den Bereich fertig. Das ist natürlich wieder klasse. Oh, Alter! Kommen die immer neu? Ich kann mich jetzt überhaupt gar nicht irgendwie. Also, hier war doch irgendwo einer. Ist herrlich. Ist so schön. Also, das ist, obwohl es viele Tierchen gibt, hier trotzdem eine entspannende Folge hier. Da kommt einem das archaische Jäger, der archaische Jägerinstinkt wieder zum Vorschein, der tief in uns drin ist, vor allem bei den Männern. Ups, also herrlich. Mensch, Junge, geh doch mal voraus. Ja, ich will doch mal weitergucken hier. Ich möchte den Leuten das nicht vorenthalten, wie schön das hier ist, was es hier gibt. Aha. Okay, rote Glühwürmchen. Auch schön. So, Schatten. Schattenläufer. So.
Dann machen wir Folgendes. Gucken wir erst noch mal auf der Karte drauf, damit ich wenigstens so ein bisschen weiß. Ach, jetzt bin ich da. Okay. Jetzt habe ich mir hier meinen Pfeil irgendwie rumfallen lassen. Hallo Pfeil, wo bist du? Das ist ja... Oh, ich höre was. Na? Hart, aber gefährlich. So. So. Eins. Ja, okay, die bleiben noch ruhig. Ich will mich nicht so weit entfernen von denen, die ich da schon abgetötet habe. Ah. Ich höre einen Schattenläufer. Ist klar, dann gehen wir auch gleich hin zu dem schattenden Läufer. Komm, mach was. So macht Spaß. So, der war ja in der Richtung, der Schattenläufer. Ja. Gucken. Ach, wir machen das mal wieder. Auf die gemütliche Art und Weise. Weil tagsüber schlafen die Biester ja. Eine Einhandwaffe, ne? Zack. Hat ja geklappt. Wunderbar. Und hier hat es eine Truhe. Können wir ohne die... den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Aha. Ohne den richtigen Schlüssel. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hatte ich mal eben versucht, im Quick-Loot-Verfahren zu öffnen, aber jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, ob der Schattenläufer vielleicht eventuell einen Schlüssel verschluckt hat. Hat das einer von euch gesehen? Wenn, dann muss ich es im Schnitt gucken, oder? Ich gucke mir das mal jetzt im Off an. Was erzähle ich denn da? Wenn der den geschluckt hätte, dann hätte ich ein Inventar und hätte die Tour öffnen können. Also, das war jetzt ein Denkfehler meinerseits. Ach ja, sind wir jetzt da? Genau, wir sind jetzt hier in der Bucht drin, in dieser Enge. Ah, jetzt muss man sich echt wieder weiter orientieren. Gut, dann gehen wir jetzt mal hier in die Richtung runter. Genau. Nein. Sub, sub, sub. Gucken, was hier noch so alles ist. Okay, hier gibt's die roten. Machen wir ein bisschen die Kamera höher. Oh. Pestratten. Sehe ich natürlich nicht, ob ich irgendwelche Kräuter und sowas hier vergessen habe zu looten. Aber ich war ja hier schon. Manchmal kann man sich doch noch was hier merken. So Baumstümpfe, spezielle hier, der Teil da. Herrlich. Einfach schön. Okay, jetzt teilt sich das hier. Ah, verstehe. So. Da war was, ne? Genau, da ist ja die Pestratte. Und da haben wir einen Suchenden. Der ist in dieser Richtung. Oh, oh, oh. Speichern wir mal. War es denn jetzt nur einer oder gibt es mehrere? Und vor allem, ich sehe den kaum. Bleiben wir erstmal ein bisschen weiter auf Abstand. Ach, da hinten ist er. Gut. Oh, mal schauen wir mal. Da bleibe ich wahrscheinlich mit dem Pfeil irgendwie an so einem Huckel hängen. Das sieht so aus, ja. Okay. Erstmal die Dingern hier ausweichen. So. Gut. Bald meucheln. Wo ist er denn? Wo ist er denn? Wo ist er denn? Ach, da ist er.
So, ach, du stehst ja direkt am Felsen dran. Ah, gegen Feuer bin ich noch nicht so gefeit, aber das ist jetzt auch nicht schlimm. Wo waren jetzt die Waldmorcheln, die mich so abgelenkt haben? Ja? Genau. Ehrlich. Das macht das Ganze so richtig spannend. Also, ich kann es nicht oft genug wiederholen. Baumstamm-Tatsache. Wunderbar gestaltet. So, hier haben wir goldene Glühwürmchen. Also rote Glühwürmchen, goldene Glühwürmchen. Ah. Ja. Hier war ja der Suchende. Würde mich nicht wundern, wenn wir hier noch irgendwie Höhleneingang, aber wohl Höhleneingänge finden wir so und so. Mindestens zwei Stück. Oh, das geht ja hier eine ganze Ecke rum. Okay, dann werde ich mal den rechten Bereich hier, ein Norden hätte ich beinahe gesagt, mal scannen. Ein bisschen querbeet ablaufen, was Loot gut angeht. Aber hier ist schon wieder Sackgasse, warum denn das? Ach so, okay, dann einmal links rum. Und jetzt? Genau. Ihrem. Ich mach dich fertig. Wo? Wo will mich jemand fertig machen? Ach du Kacke. Soll ich auch mal einen Bogen ziehen? Ach, da hinten. Udo. Onkel Udo ist auch hier im Wald. Allein. Mit einigen Leuten, mit Banditen dabei. Und so ein Mist. Ich bin gleich tot, das ist gar nicht gut. Wenn der Onkel Udo mich kaputt macht, das will ich nicht. Das heißt also, ich muss mal irgendwie zusehen, dass ich mal hier irgendwie ein bisschen in die Flucht komme und dann schnell was trinken tun könnte. Trinken tun können. Ich habe noch genug. Gluck, gluck. Und dann werden wir mal wieder ein Stückchen speichern. So, jetzt gucken wir mal weiter, wo der Onkel Udo denn jetzt ist. Ja, ich habe mal wieder hier eine Fährte gelegt. Eine Blutfährte, richtig. Das ist immer wichtig. So, da hinten, da bewegt sich was. Hier ist nix. Banditen sind's, logisch. Okay, und da ist auch Udo dabei. Also es ist eine ganze Gruppe von Banditen. Wobei ich mir jetzt überlege, erstmal speichern und dann hau ich mal so mit dem Säbel rein. Gut. Auf geht's. Alter, Frühtag zu. Oh, da sind doch ganz viele. Nee, das traue ich mir dann doch nicht. Du liebes Läuschen. Ah, das traue ich mich dann doch nicht. Ja. Roland, der feige Sohn. Nee, ist ja kein feiger Sohn. Das ist ja Bosbas Sohn. Der des Bogners. Ich könnte natürlich wieder mit der Eiswelle machen, aber dann würde ich auch wieder Schaden erleiden, so ein bisschen. Mal gucken. Nee, ich habe mich umdisponiert. Ich habe jetzt Feuerregen genommen. So. Aha. Mist. Jetzt hat der sich abgesondert. Mann! Da hinten ist die Gruppe. Mann! Wie man es vorhat, jetzt gelingt es einem das nicht. Ich wollte so ein schönes Liedchen pfeifen. Hier im Wald. Im Dunklen. Gerade für Udo hier. Die haben eine Reichweite, das ist nicht zu fassen. Herr Jemine, wat nu? Okay, jetzt nochmal wieder die Lage sondieren. Ja, die Kampfmusik ist an. Aber Heidenai, wo sind's denn jetzt hier? Da ist Udo. Hallo. Udo, er steht ja. Der ist ja richtig nah bei mir. Bleib ruhig, genau. Leg dich hin.
So, der Udo ist jetzt, der ist jetzt kaputt, ne? Was hat ein Udo alles so dabei? Da ist Udo. Grober Zweihänderlose Degen, Heilkraut, Weidenbeere und zwei Dietriche. Jetzt wollen wir seine Kumpels auch nochmal irgendwie erledigen, wenn wir das hinkriegen. Und schauen wir mal. Und dann, oh ja, da sind ganz viele Banditen da. Das knallt aber unheimlich rein hier. So viele Banditen. Ich glaube, da werde ich doch mal hier mit der Eiswelle was machen. Aber erstmal speichern. So, liebe Freunde, ich glaube, ich bin da wohl mal eben dabei, das mal selber in die Hand zu nehmen. Hier ist der Udo übrigens, ne? Also, schauen wir mal. Ich laufe einfach mal auf die Banditen zu, nicht wahr? Und dann müssen die dann auch einfach mal hier so kurz ihre Waffen wechseln. Und wenn sie das tun, hau ich den mal richtig schön auf die Mütze. So muss das nämlich sein, liebe Freunde. Schön, das ist gut. Der Onkel Udo kann das. Und weil er so gut ist, singt er auch ein schönes Lied für euch. Alter, im Frühtau zu Berge, da ziehen wir tierisch ein los. Oh Mann, das Grün von den Wäldern, das knallt so unheimlich rein. Oh, wieder eine Schlüsseltruhe. Okay, ich muss mal was aufschreiben. Ohne aufzuschreiben. Super, liebe Leute, ich darf den Hut wieder abziehen. Jetzt sind die Banditen nämlich erledigt. Mal so als zwei kleiner Zwischenkeck, liebe Freunde. Ja, manchmal habe ich so komische Ideen. So, gucken wir mal eben, ob noch andere Banditen zu looten sind. Nein, die Banditen sind jetzt hier erledigt. Jetzt habe ich natürlich nicht geguckt, was alles so in der Truhe drin war, aber... Speichern! Ja, es war ja nur ein goldener Ring und ein bisschen Gold. Ja, jetzt gucken wir nochmal hier, was wir hier noch alles in dieser Ecke looten können. Aha, es geht nämlich hier weiter. Gucken wir mal hier nochmal die Ecke ab. Jaha. Oh, oh, da schnorchelt. Ach, ein Dachs. Noch ein Dachs. Dachse. Übrigens ganz seltene Viechertjes. Ne? Ah, da hinten sind noch welche. Hätte ich mir vielleicht vorher mal Dachsfell, rohes Fleisch. Wie sehen die denn aus? Okay, die grunzen wie die Molo-Rats, die Dachse. Oh ja, jetzt muss ich jetzt schöne Dachse erledigen, das ist nicht so schön. Das sind nur eigentlich ganz niedliche Viecher. Übrigens hat man sich im Mittelalter von Dachsen ernährt. Und da die so einen wilden Geschmack hatten, hat man sie vorher in Milch eingeweicht, so einen Tag. Bevor man da aus Dachsfleisch was machen konnte. Und zwar, ich hatte ja euch mal mein Henriette Davidis Kochbuch mal hier ist noch was gezeigt. Da steht das übrigens drin, ein Gericht über Dachspfeffer. Ja, das hat aber nichts mit dem Gewürz zu tun. Früher hat man zu Pfeffer hat man Geschnetzeltes gesagt. Was heute Geschnetzeltes ist, heißt, hieß früher im Mittelalter Pfeffer. Übrigens wird es, glaube ich, etwas dunkel. Eine Pestratte. Kräftiger Scavenger. Oh Mann. Jetzt bleibe ich an dem, an dem Baum hängen. Menno. Na? Aha. Ach, die ist da oben. Okay, dann wollen wir erstmal die morcheln. Wer morcheln? Na? Ist da noch wer? Am Grunzen. Ich glaube, ich werde mal hier eine Runde schlafen. Gehen wir hier so ein bisschen weiter rein. Denn wir haben ja unseren schönen Ziegenfell-Schlafsack und der Artefakte. Denn wir wollen ja auch was sehen. Ja, eine schöne Folge, finde ich. Romantisch und wild. Es wird wieder hell. Aber früh morgens im Wald ist auch immer schön lecker, wenn man da spazieren geht. Orientieren wir uns mal, richtig. Hier geht's hinein. So, jetzt können wir nochmal hier ein bisschen quer laufen. Um zu gucken, ob noch ein bisschen Lootgerät da ist. Der Lootgerät.
Oh ja. Aha, jetzt sehen wir auch, was hier ist. Ist so eine Art abgründiger Abgrund. Jedenfalls hört sich das so an. Ja, das ist ja toll. Ah, da kann man runter. Ja, die habe ich schon gelootet. Ich glaube, hier kann man runter. Gehe ich recht in an da? Oh Mann. Nicht so ganz. Ja, okay. Geht so. Hallo? Warst du da? Ach so. Na ja, gut, okay. Hat's mir jetzt ein bisschen gerissen. Was soll's? Ausschuss ist immer ein bisschen. Käme ich denn hier wieder hoch? Weil da war noch eine Morchel da oben. Auf. Oh oh. Ah, okay. Hier kommt man hoch. Ach, hier war der Weg runter. Okay. Ah, das ist richtig schön. Ah, ich höre noch Scavies. Knochen eines Goblins. Noch mehr Knochen von einem Goblin. Okay, dann wollen wir uns jetzt nochmal hier hochbegeben. Ah ja. Okay, wo waren jetzt die Morchel? Die waren doch irgendwo hier. Irgendwo am Rand. Noch hier runtergefallen. Ach da. Gut. Habe ich die jetzt genommen? Ich schwuppte gar nicht nach links rüber. Genau, jetzt. So, das heißt, wir werden jetzt mal auf diesen Felsen klettern müssen. Ah, komm. Roland, das schaffst du. Und dann gleich mal erstmal speichern. So, und irgendwo muss das uns Gabby sein. Einer? Hunderte! Hundert! Irgendwo muss doch hier ein Scabby sein. Nein, nicht nur einer. Hunderte! Oh! Oh, Leute. Hammer, Hammer, Hammer. Gucken wir mal. Alles voller Scavenger. Ich könnte die jetzt auch im Off machen. Weil... Ja, Moment mal. Ich habe noch 2 Minuten. Laut meiner Berechnung. Dann werde ich das so machen, dass ich hier in diesen 2 Minuten nochmal hier kurz rumloote. Und hier ist doch was. Und noch damit auffülle, dass ich die Scavenger kille. Ach, apropos Scavenger. Habt ihr das neue Bild gesehen? Von dem Gothic Remake. Da haben sie jetzt was veröffentlicht. Aufgrund des 20. Geburtstages. Da haben sie einen neuen Scavenger designt. Der, wie ich finde, eher nach einem Raptosaurier aussieht. Ja, also wenn man sich das so anguckt, sieht er auch so ein bisschen sauriermäßig aus. Oh Mann, hier kann man echt viel holen. Und da sind die Meinungen so ein bisschen gespalten. Einige finden das gut, andere finden das nicht so gut. Kommt mal an hier. Das ist ja sowieso ein hier. Der visiert die Waldbeere an. Warum denn das? Hallo? Das war einfach nur ein Fehler davon, was Gothic gemacht hat eben. Das war irgendwie so ein kleiner Bug. Okay, haben wir auch schon. Sub, sub, sub. Naja, also ich meine, so viele... Stopp. So viele Scavies. Die kann man ja doch einfach in der Menge gut weghauen. Da gehe ich nachher... Hier wieder. Ja. So. Zack. Denn bei einem Schlag ist doch klar, können wir die Scavies hier weghauen. Aber nicht hauen. Doch. Der Dachs hier.
Ja, also meine persönliche Meinung zu dem neuen Design der Scavenger im Gothic Remake. Oh, Feuerwarane da hinten. Finde ich. Ja. Scavenger sind doch eigentlich Vögel, oder? Und es gibt ja auch schließlich Konversation von irgendjemand, der sagt so von wegen irgendwas mit Vögel und meint dabei die Scavenger. Also da müssten sich die spanischen Entwickler doch noch ein bisschen mehr reinsetzen, was das Original angeht. Hier könnte man hoch. Unsichtbarer Dax. Ein unsichtbarer Dax. Okay, in diesem Bereich bleibe ich erstmal stehen, pflücke mir noch ein Heilkraut und darf mich verabschieden. An dieser schönen Stelle. Birkenbäume. Herrlich, herrlich, herrlich. Danke, dass ihr zugesehen habt. Und auch danke für eure Einträge, die ihr hoffentlich machen werdet. Kommentare und einen Daumen. Ciao.